Claudia Rinci, das ist heute keine Trauerfeier. Der David, die Präsenz des David, viele von euch haben ihn ja nicht gekannt. Der ist unter uns, obwohl er gestorben ist. Wir durften ihn kennen. Wir haben diesen unglaublich cleveren, feinen Menschen kennen dürfen. Und viele von euch, die da stehen, die spüren, ich sag's, wie es ist, er ist bei uns. Und wenn man vom Herrgott sagt, dass er die Jungen zuerst nimmt, die besten Jungen zuerst nimmt, dann muss ein Herrgott fast schimpfen. Der David und der Hansjörg und der Jess, die hat er nicht so schnell holen brauchen. Ganz gewiss nicht. Da ist noch viel, viel zu tun gewesen. Der Reini hat so viel erzählt von ihm. Und ich hatte das Glück, diesen Menschen kennenzulernen, als knapp Sechsjährigen, wie er da zu einem Kinderkurs gekommen ist, auf die Kasslerhütte. Und sofort habe ich gesehen, natürlich, was der Bursche kann. Seine Bescheidenheit, seine unglaubliche Durchschlagskraft, die spüren wir heute. Und obwohl er schon dort ist, dann müssen wir sie spüren. Also es ist natürlich, er ist nicht mehr, aber er schaut uns zu. Und er ist bei uns. Der David Lama ist bei uns. Ich durfte in dem noch die eigene Notwand machen, vor 2 Jahren. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Und da habe ich noch einmal die Cleverness und diese unglaubliche Ruhe und die Achtsamkeit. Das Wort achtsam gefällt mir so gut, weil der David Lama war achtsam. Der hat natürlich, nachdem er durch die Hände des Reini Scherer gegangen ist, all das gewusst, was ein Bergsteiger, Kletterer wissen muss, die ganze Technik. Und hat aber noch eines draufgesetzt. Und das war der David Lama. Er war unglaublich. Die Behendigkeit, die Schnelligkeit und vor allem auch, und ich wiederhole es nochmal, seine Bescheidenheit. Herrlich. Er hat nichts außerhängen lassen brauchen, weil er alles konnte und mehr als alles konnte. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zu Eiger, wie wir da aufgestiegen sind und wie mich, natürlich war ich schon ein bisschen nervös, noch nein, nicht. Wie er dann mir die Ruhe gegeben hat, die einfach ein guter Mensch dir geben muss und dir geben kann. Und das hat der David Lama gekonnt. Und ich habe mir jetzt den Film nochmal angeschaut und dann habe ich noch diese Szene im Kopf jetzt, wo er gesagt hat, siehst du, der Peter, das ist vielleicht eine seiner letzten schweren Touren, wie das herausgebracht hat. Und es ist nicht seine letzte schwere Tour gewesen, natürlich nicht, aber der Umkehrschluss. Wir dürfen noch leben. Alle, die da heroben stehen, dürfen noch leben. Und ich finde es eine unglaubliche Wertschätzung von euch, liebe Freunde, dass ihr aufgekommen seid, obwohl ihr ihn gar nicht kennt habt. Vielleicht natürlich durch die Medien hat man ihn gekannt. Aber er war da auch nicht immer vorne dran. Und das freut mich heute ganz besonders. Und ein Dank an alle, die heroben sind, die diese unglaubliche Location, wenn ich das Wort nennen darf, dass sie das anschauen, es könnte keinen besseren Platz geben. Und wenn ein Konrad Anker von Amerika herfliegt und wenn ein Roger Scheli aus der Schweiz kommt, dann zeigt das noch einmal, wie gut der David war, wie gern man ihn hatte. Und es ist nicht eine Redewendung, wenn man sagt, ja, den werden wir vergessen. Diesen David Lama, den werden wir und alle, die da sind, den werdet ihr sicher nicht so leicht vergessen. Und noch einmal David, und in Hansig muss ich auch inkludieren, und auch den Jess, Ross Kelly, die hocken oben auf Wolke 7. Die freuen sich, dass wir da sind. Natürlich feiern wir sie nicht. Wir sind schon traurig, aber es soll keine Trauerfeier sein. Wir mögen diesen David, wir werden ihn in Erinnerung behalten. Wir dürfen ihn nicht vergessen, so sorgfältig und so gut und so clever wie ins Gebirge gehen. Irgendwo können wir, und meistens ist es im leichten Gelände, zu Tode kommen. Und das darf man nicht vergessen. Und ja, nicht zu gescheit sein, ich kann alles, ich mache alles, ich bin so gut, sondern die Bescheidenheit
ist super. Und die hat der David gepflegt. Und Rainer, danke noch einmal für deinen wunderschönen, tollen Bericht des Lebenslaufes. Vielen Dank.